Ja, und damit, liebe Freunde, willkommen zurück zur letzten Folge für diese Karte. Letzte Folge Let's Play Supremacy 1914 mit der Community für diese Asia-Map. Ich habe gar nicht darauf geachtet, wie es mit den Punkten stand beim letzten Mal, als ich gestern online war, bin aber auch zum Aufnehmen gekommen, weil ich da, ja, das läuft schlecht mit dem Aufnehmen, wenn ich nebenher irgendwie immer wieder versuche zu rendern und bessere Videoqualitäten zu erzeugen für andere Sachen. Gibt es halt immer Probleme mit, aber naja. Ja, und da habe ich halt nicht darauf geachtet, wie es mit den Punkten steht. Und wie erwartet hat Südchina den Weltfrieden gebracht, in Anführungsstrichen. Den Kommunismus über Asien. Und ja, soweit dahin. Ich hatte bis dato noch vor, hier mir die Kohleprovinz Osaka zu schnappen und Kagoshima. Schlachtschiff ist halt schon auf dem Weg gewesen. Hier haben wir Tuao, oder habe ich Tuao noch ausgebaut, ausbauen wollen. Ja. Po, Kendari sind gefallen und Genado, ich muss mal gucken, vielleicht kann ich das ja nochmal. Ne, schade kann ich nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt noch ein Bauprojekt starten, wäre lustig gewesen. Ja, es dauert alles länger als 24 Tage, also Endlosschleife. Hier unten sieht man: Note, this game has ended, you cannot give any orders anymore. Das heißt, wir sind wirklich raus. Das Game ist zu Ende, ich stehe da auf Platz 3. Das ist schon mal schön. Ne? Und, blablabla. Reichste Nation war ich sogar noch auf Platz 2. Fand ich super. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also das kam wahrscheinlich hier noch durch, dass ich Manado erobert habe. Das war nämlich die Hauptstadt jetzt noch na, wie war es nochmal? Dutch New Guinea. Dutch New Guinea. Guinea. Wie auch immer. Niederländisch Neuguinea. Und ja. Mit Indien war ich in letzter Zeit nicht auf Kriegsfuß. Ich hatte zwar, okay, vom Namen her sehr klangvolle Geschütz Death of India produziert. Das war aber noch in dem Fall, wo er mich angegriffen hat. Dann hat er allerdings gesagt, wollt die Runde friedlich beenden. Gut, hab ich kein Problem mit, war mir nur recht. Stattdessen war Tibet jetzt irgendwie dran. Warum genau, das kann ich auch nicht sagen. So ganz habe ich das nicht mitgekriegt, ehrlich zu sein. Ja, aufgegeben hat er anscheinend schon irgendwie. Also produziert wurde hier echt nichts mehr. Ja, Südchina halt dann hatte auch zwischendurch, das hatten wir ja glaube ich schon in der letzten Folge, Blitzkrieg gegen Französisch Indochina. Französisch Indochina hat dann hier wieder Frieden mit Südchina geschlossen, hat sich dann die ganzen Provinzen hier geholt. Dieses Inselzeugs hier und naja. Timinka habe ich übrigens durch eine Revolte an die Philippinen verloren, muss ich eben jetzt wieder Truppen zurückschiffen, um das zurückzuerobern, inklusive Mankowari, welches wieder von Niederländisch-Ostindien an. Ja, Ostindien, Quatsch. Niederländisch-Neuguinea angegriffen wurde. V22. Alter, der ist ja hartnäckig. Ist ja eine hartnäckige KI, Alter. Wir haben ja die ganze Zeit hinterhergeschippert. Das ist heftig. Muss ich gestehen, ist heftig. Oh, die letzten philippinischen Reste. Ja, wunderschön. Das waren halt die Truppen, die unterwegs waren nach Kagoshima. Wäre kein Problem gewesen, wäre sowieso schlechte Moral gewesen. Hier hatte ich schon mal versucht, mit denen hier Osaka einzunehmen. War jetzt ein Selbstmordkommando, hat wahrscheinlich nicht geklappt, aber bevor ich die Provinzen an Südchina verloren hätte, na, bisschen muss man sich ja sichern. Hätte ich mir da versucht, das zu erobern. Oh, hier hat die Schlachtschiff produziert. Really? Really? Oh, ich meine, what the fuck? Ah, dann produziere ich jetzt einen. Ich dachte gerade echt, das wird noch produziert. Ich wette, ich könnte das jetzt sogar produzieren. Naja, gut. Ja, Befehle kann ich hier keine mehr geben. Also Wayne ist es. Ja, was gibt's sonst noch so Großes zu erzählen? Das war im Grunde schon der Überblick. War für mich, muss ich gestehen, eine sehr schlechte Runde. Also ich habe mich sehr schlecht gefühlt. Aber immerhin habe ich überlebt. Bin ja schon mal stolz drauf hier. Schulterklopfen. Und ich würde mal sagen, die nächste Runde mache ich wirklich eine Europa-Map. Das ist zwingend notwendig. Also, das dauert hier wirklich zu kurz. Ja, 49 Tage, komm, das kannst du nicht machen. Wie lang war die letzte Map? Über 100. Also, ne? Naja. Wie dem auch sehe. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen sollte, was ich sagen könnte. Abgeschlossen ist jetzt alles. Tja.
Insofern war eine schöne Runde. War eine schöne Runde. Hat Spaß gemacht. Ich war zwar, wie gesagt, nicht wirklich, konnte nicht wirklich aktiv jeden Tag dabei sein. Aber naja. Nächste Runde wird hoffentlich besser, weil es auch länger geht. Und sonst, ja, bleibt mir wirklich nicht viel zu sagen. Ich würde mal sagen, kurze Folge jetzt und kurzes Ende. Und ich denke mal, ich hau dann gleich mal wieder die Lostrommel, schmeißt die Leute raus, die nicht reagiert haben für diese Runde und anscheinend off sind und kein Interesse mehr haben. Die kicke ich eben raus aus der Lostrommel und dann wird's die gleiche, wird's gleich die gleiche, wird's gleich die nächste Runde nebenan geben. Ja, insofern hat mich gefreut, hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann in der nächsten Runde, in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, habt Spaß. Details gebe ich übrigens nochmal gebrannt im nächsten Video. Bis dahin, tschüssli, haut da rein.